Die meisten Navigations-Apps sind auf die Bedürfnisse von Autofahrern zugeschnitten. Für Fußgänger spielt aber auch das Thema Verkehrssicherheit eine sehr wichtige Rolle. Wie man Sicherheitskriterien für eine Netzwerkanalyse in einen Netzwerkdatensatz in ArcGIS Pro integrieren kann, das zeigt uns Morten Konturek von Synergis. Servus, grüezi und moin moin, sehr geehrte Zuschauer hinter den Monitoren. Auch von meiner Seite her möchte ich Sie herzlich begrüßen zu dieser heutigen Textsession zu dem ansprechenden Titel Erstellung eines Netzwerkdatensatzes zur Thematik sichere Fußwege. Lassen Sie uns beginnen. Stellen wir uns zunächst vor, wir möchten uns mit dem Handy von uns zu Hause zum nächstmöglichen Supermarkt navigieren lassen. Dabei wird uns die schnellste oder die kürzeste Route angezeigt. Jedoch erhalten wir keine Informationen darüber, wie es mit der Qualität der Route aussieht. Was meine ich damit konkret? Bei der Analyse wird das Thema Verkehrssicherheit nicht berücksichtigt, zum Beispiel mittels Hinweisung auf mögliche Gefahrenstellen am Weg. Ich möchte Ihnen daher zeigen, wie man Kriterien für sichere Fußwege bei der Erstellung eines Netzwerkdatensatzes in ArcGIS Pro integrieren kann. Wir Fußgänger sind ja laut Straßenverkehrsordnung ungeschützte Verkehrsteilnehmer und tragen bei einem möglichen Verkehrsunfall die schwereren Verletzungen als Autofahrer davon. Die häufigsten Unfälle passieren hierbei aufgrund durch überhöhtes Tempo durch den Autofahrer oder die Betretung der Fahrbahn aufgrund eines zu schmalen Gehweges durch Gegenverkehr sowie die Überquerung der Fahrbahn an einer unübersichtlichen Kreuzung. Um nun solche Gefahren zu minimieren, gibt es verschiedene Maßnahmen für Fußgänger, die einem helfen sollen, die Fahrbahn sicher zu überqueren. Diese wären zum einen die Installation von Schutzwegen, sogenannten Zebrastreifen, das Ausstellen von Ampelanlagen oder zum anderen die Errichtung von Sicherheitsvorkehrungen wie der Vorzug des Gehsteiges. Wie nun diese Maßnahmen bei der Erstellung eines Netzwerkdatensatzes integriert werden können, werde ich nun als nächstes erklären. Ein Netzwerkdatensatz wird in ArcGIS als Netzwerkdataset bezeichnet und ist in der Erweiterung ArcGIS Network Analyst enthalten. Mit diesen können Sie Verkehrsnetze modellieren und abbilden. Dabei gibt es verschiedene Besonderheiten, die Ihnen bei der Erstellung eines Netzwerkdatensets zur Verfügung stehen. So ist es möglich, multimodale Netzwerke, was die Vereinigung mehrerer Verkehrsnetze wie U-Bahn- und Straßenbahnnetz beinhaltet, zu modellieren. Zudem können Sie mittels Netzwerkattribute die Kantengewichtung regulieren. Oder durch den Reisemodi lassen sich Vorlagen für definierte Netzwerkattribute erstellen. Und zu guter Letzt können Sie die Angaben für die Wegbeschreibung selbst definieren. Nach der Erstellung eines solchen Netzwerkdatensatzes bietet ArcGIS Ihnen verschiedene Analysenmethoden an. Hierbei sind die beiden häufigsten verwendeten Analysen einerseits die Suche nach dem optimalen Weg, also die schnellste oder die kürzeste Route, und zum anderen die Generierung von Einzugsgebieten. Sie haben nun einen Überblick erhalten, welche Möglichkeiten Ihnen bei der Erstellung eines Netzwerkdatensatzes in ArcGIS zur Verfügung stehen. Um diese Möglichkeiten zur Thematik sichere Fußwege zu verwenden, wurde vorab ein Input-Datensatz erzeugt, welcher auf der vorhandenen verfügbaren Datengrundlage aufbaut. Auf diesen werde ich nun näher eingehen. Als erstes wurden zwei Feature-Klassen erzeugt, um eine Unterscheidung zwischen dem Fußweg und einer Übergangsstelle zu erhalten. Diese wurden dann mit relevanten Informationen zu möglichen Sicherheitsmerkmalen und Vorkehrungen für Fußgänger befüllt. Hierbei ist hervorzuheben, dass das Feld One-Way dazu verwendet wird, um festzulegen, ob die Sicherheit der Überquerung von beiden Seiten gleich ist oder nicht. Das Feld Hinweis beinhaltet die Erläuterung von Konfliktsituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ein ganz besonderes Feld zudem ist der Sicherheitsindex, welcher eine allgemeine Aussage zur Sicherheit der Überquerungsstelle angibt. Es gibt die Stufe 0 bis 4. 0 heißt hierbei keine Sicherheit, da keine Sichtbeziehung gegeben ist, sowie keine Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind. Zu Stufe 4. Sehr gute Sicherheit. Es gibt einen Zebrastreifen mit Fußgängerampel. Um zusätzlich in der Karte auf mögliche Konfliktsituationen hinweisen
zu können, wurden noch zwei Punktleer erzeugt. So werden am Fußweg alle Ein- und Ausfahrten je nach Verkehrsaufkommen in verschiedenen Farben angezeigt, sowie am Übergang auf besondere Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern hingewiesen. Das waren jetzt alle Arbeitsschritte, welche vorab für die Aufbereitung der Ausgangsdaten vorgenommen worden sind. Also, Morten, eine gute Datengrundlage ist das A und O. Wie werden jetzt die Sicherheitskriterien im Netzwerkdatensatz integriert? Ja, diese Frage möchte ich Ihnen gerne anhand eines Demos beantworten. Als Testareal für die Erstellung eines Netzwerkdatensatzes mit relevanten Sicherheitskriterien für Fußgänger diente mir hierfür der 4. Bezirk in Wien. Im Kartenfenster sehen Sie den 4. Bezirk der Stadt Wien, welcher durch die rote Markierung umrandet wird. Bevor Sie einen Netzwerkdatensatz in ArcGIS Pro erzeugen können, muss vorab ein Feature-Dataset erzeugt werden. Dieses muss dann alle Linienfeatures enthalten, welche für die Erzeugung des Netzwerkdatensatzes verwendet werden sollen. Ich klicke nun mit der rechten Maustaste auf mein Feature-Dataset, gehe auf Neu und wähle dort Netzwerkdataset aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Dort vergebe ich zuerst einen Namen für das Netzwerkdataset. In meinem Fall vergebe ich jetzt den Namen Fußwege 4 Wien. Nun wähle ich die gewünschten Layer aus, welcher für die Erzeugung des Netzwerkdatensatzes verwendet werden sollen. Bei mir wären es die Layer Fußweg und Übergang, welche ich als Input für meinen Datensatz verwenden möchte. Danach klicke ich auf den Button Ausführen, um das Netzwerkdataset zu erzeugen. Diesen Arbeitsschritt habe ich bereits vorher ausgeführt. Für das erzeugte Netzwerkdataset müssen jetzt noch die spezifischen Einstellungen vorgenommen werden. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste im Katalog auf das Netzwerkdataset und gehe auf den Punkt Eigenschaften. Meine erste Anpassung nehme ich in der Rubrik Einstellungen der Quelle vor. Hier überprüfe ich, ob im Reiter Gruppenkonnektivität als Richtlinie die Kategorie beliebiger Stützpunkt verwendet wird und nicht Endpunkt. Durch diese Einstellung wird an zusammentreffenden Bereichen zwischen den leeren Fußweg und Übergang der Knotenpunkt in mehrere Kanten für die Netzwerkanalyse aufgeteilt. Als nächstes kümmern wir uns um die Kantengewichtung im Netzwerk. Hierfür habe ich bereits verschiedene Beschränkungen aufgestellt. Diese finden wir unter der Kategorie Reiseattribute. Mit Beschränkungen können Sie steuern, ob die Nutzung von Linienabschnitten mit bestimmten Merkmalen vollständig ausgeschlossen, vermieden oder sogar bevorzugt wird. In unserem Fall verwenden wir hierfür den vorher definierten Sicherheitsindex. Über den Punkt Evaluatoren geben wir an, welches Attribut als Wert für die Beschränkung verwendet werden soll. Hierfür wurde als Typ Feldskript ausgewählt, worin eine If-Else-Bedingung definiert ist. So lautet die Bedingung für die Beschränkung gute Sicherheit folgendermaßen. Wenn die Spalte Sicherheitsindex den Wert gute Sicherheit beinhaltet, ist diese Einschränkung wahr. Wenn nicht, dann ist diese Einschränkung falsch. Als Nutzungstyp wurde für diesen Wert der Typ bevorzugt hoch ausgewählt, da diese Einschränkung definitiv verwendet werden soll in einer möglichen Analyse. Für die Beschränkung keine Sicherheit dagegen wurde der Nutzungstyp unzulässig verwendet, da solche Übergangsstellen nach dem Sicherheitsindex unsicher für Fußgänger sind und somit für die Analyse nicht relevant. Um verschiedene Szenarien für eine Analyse zu verwenden, gibt es die Möglichkeit, Reisemodi anzulegen. Für jeden Reisemodus können Sie die Beschränkungen wählen, welche für diesen Modus gelten soll. So habe ich zwei Modi angelegt. Der erste Modus ist der Standardmodus, der bei Verwendung nur die Beschränkungen zum Sicherheitsindex verwendet. Der zweite Modus, sichere Fußwege am Abend, benutzt alle definierten Beschränkungen. So werden Fußwege, welche durch Parkanlagen
öffentlichen Plätzen und Durchgänge verlaufen, bewusst vermieden. Um auf mögliche Gefahren auf dem Weg in der Wegbeschreibung hinzuweisen, wurde die Möglichkeit der Verwendung von Alternativnamen angewandt. So habe ich für den Näherübergang einen weiteren Alternativnamen hinzugefügt, der sich auf das Feld Hinweis bezieht. Wie bereits erwähnt, enthält dieses Feld Informationen zu möglichen Konfliktsituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Zudem habe ich den Einsatz von Landmarks genutzt, um bei der Wegbeschreibung anzugeben, wenn man sich einer Einfahrt oder Ausfahrt annähert. Dies waren nun alle Einstellungen, die ich für den Netzwerkdatensatz vorgenommen habe. Über den Button OK schließe ich das Einstellungsfenster und lasse nun zuerst mein Netzwerkdatensatz berechnen. Dieser Schritt ist notwendig, damit die vorher definierten Einstellungen an Parametern übernommen werden für eine Netzwerkanalyse. Anhand von drei Beispielen möchte ich Ihnen nun zeigen, wie der berechnete Netzwerkdatensatz die Thematik sichere Fußwege in einer Analyse berücksichtigt. Hierfür verwende ich die Netzwerkanalyse, die Suche nach dem optimalen Weg. Im ersten Fallbeispiel geht es um eine Fahrbahnüberquerung, wo man jedoch möglicherweise zwischen parkenden Fahrzeugen, in der Karte durch die lila Flächen dargestellt, die Straße betreten muss und somit die Sichtbeziehung nicht optimal ist. Wenn ich jetzt die Analyse ausführe, schlägt mir die Analyse eine andere Überquerung vor, wo die Sichtbeziehung aufgrund des vorgezogenen Gehsteiges wesentlich besser ist. Das zweite Beispiel soll zeigen, wie die beiden Reisemodi angewandt werden können. Wir stellen uns vor, wir kommen aus dem Theater und möchten nun zur nächstmöglichen Bushaltestelle. Die kürzeste Route wäre hierfür durch den angrenzenden Park. Jedoch mag ich es nicht, am Abend alleine durch Parks zu gehen und möchte nun hierfür eine alternative Route. Dafür verwende ich nun den zweiten Modus und erhalte als Resultat einen möglichen Weg, welcher an der Straße verläuft. Im letzten Fall möchte ich Ihnen zeigen, wie in der Wegbeschreibung auf mögliche Gefahren hingewiesen wird. Dafür begeben wir uns in einen Bereich, wo wir eine Hauptverkehrsstraße überqueren müssen. Die Wegbeschreibung informiert uns, dass bei der Überquerung der Fahrbahn dichter Verkehr möglich ist und zudem eine Straßenbahnlinie den Weg kreuzt. Des Weiteren befindet sich am Fußweg eine Ein- und Ausfahrt auf der linken Seite. Anhand diesen drei Beispielen konnten Sie nun mitverfolgen, wie Sicherheitskriterien in einen Netzwerkdatensatz integriert werden können und wie diese in der Analyse berücksichtigt werden. Okay, wie sich gezeigt hat, konnten durch die verschiedenen Einstellungen für einen Netzwerkdatensatz Sicherheitskriterien für Fußgänger für eine Netzwerkanalyse integriert werden. So wurde durch die Möglichkeit der Modellierung eines multimodalen Netzwerkes das Wegenetz in die Bereiche Fußweg und Übergang aufgeteilt, um so eine übersichtliche Datenstruktur zu ermöglichen. Sowie konnte der definierte Sicherheitsindex durch die Verwendung von Beschränkungen bei den Netzwerkattributen integriert werden. Zudem wurden durch die Erstellung von Reisemodi zwei spezifische Szenarien angelegt und bei der Wegbeschreibung konnte durch die Angabe von Zusatznamen und die Verwendung von Landmarks auf besondere Konfliktsituationen am Weg zusätzlich hingewiesen werden. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse an diesem Vortrag bedanken und übergebe nun wieder zurück an Daniel. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Morten, und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen.